Was bekommt ein Kannibale, der zu spät zum Essen kommt? Kommt die Keine Schulter. Ja, jawohl. Okay, Stefan. Was hat der Kannibale in seiner Dusche drin? Head and Shoulders. Okay, das war ein bisschen verschluckt. Hat den Witz verstanden? Red Circles haben wir nicht in der Angebotskiste. Finde ich sehr nice. Der war gut. Danke. Sönke, ja. Du kennst doch noch diesen einen Klassenkameraden damals, ne? Der Zeuge Jehova. Ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Ja. Der nie was gesagt hat, aber wenn er was gesagt hat, dann war es ein Witz über, wie hießen die noch? Die sich auflösen oder so. Wie hieß das nochmal? Krankheit. Wo die Haut abfällt. What the fuck? Okay. Jetzt weißt du doch nicht, wen du meinst. Also du weißt noch, wen ich meine, aber du kennst jetzt so lange mit diesem Witz vielleicht nicht, aber wie heißt das noch? War das der, der in London war und dann in der Bahn eingeschlafen ist und keiner es bemerkt hat, bis er irgendwann ins Museum zu uns gekommen ist und gesagt hat, Entschuldigung, dass ihr mich verloren habt, ich bin in der Bahn eingeschlafen, ist das der? Das kann sein, die Story kenne ich nicht, aber... Okay. Ja, das war halt wirklich so, wir sind alle zum Museum gefahren, ne? Haben dann die Londoner U-Bahn genommen. Dann sind wir da alle raus zum Museum und weiteres. Alle waren froh. Lehrerin hat gesagt, alle waren seid froh. Ihr alle da? Und wir so, ja, wir sind da. So, ne? Niemand. Und ein paar Stunden später kam der dann, hat sich dann entschuldigt. Niemand ist es aufgefallen? Nee. Niemand. Und das, oh, ja, lol. Das liegt halt daran, dass er halt ein Außenseiter war. So, das ist halt auch traurig irgendwie. Krass, ne? Alter. Das ist halt auch ein bisschen. Das ist niemandem aufgefallen. Das ist halt auch eine traurige Story so ein bisschen. Aber ey, es ist halt, ne? Es ist auch ein bisschen in der Verantwortung von Lehrkräften, dass die halt nicht einfach nur sagen, seid ihr da? Und die sagen, ja, und ist okay, sondern wirklich durchzählen oder abhaken oder so. Das, ja. Also man muss natürlich dann auch immer nochmal dementsprechend sehen, wie man sich verhält. Also er war auch dementsprechend immer sehr, sehr, sehr ungepflegt. Also es war mal schön, wenn er einmal pro Woche geduscht hat, so ungefähr. Und sein Humor war auch jetzt nicht der beste, so, ne? Ja, also hat es halt auch überhaupt nicht gejuckt, ne? Ja klar, aber ich will jetzt gar nicht, ich sag gar nicht anfangen, irgendwie eine Schuld bei ihm zu sehen. Da habe ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht. Nee. Deswegen wollte ich nur sagen, was waren das noch für eine Krankheit? Sonst muss ich jetzt googeln. Chat weiß anscheinend auch nichts. No front. Unglaublich. Krankheit bei Haut abfällt, keine Ahnung. Gib es auch so ein. Ja, was soll ich sagen hier? Affenpocken, Pentulose, Syphilis, akitynische Keratose. Lepra stand gerade im Chat. Lepra, genau, das ist das, was ich meine. So, komm, jetzt geht's doch. Genau. Und da gab's immer so Lepra-Witze. Säurebeständige Bakterien. So, wenn halt irgendwie. Wenn Beständige. Halt, wo dann irgendwie mal ein Witz erzählt wurde, wo dann plötzlich aus dem Nichts kam: Ja, was ist ein Lepra-Kranker in der Badewanne? Gulasch. Weißt du, oder so eine Kacke. Oh wurde, Gott! Ja, nee, auf dem Niveau war das. Wirklich. Und alle mal so. Ja, ja. Wie willst du darüber auch lachen, Alter? Okay. Hot Topic und dann scheiß Witz auch noch. Ja. Das war das der, den ich gesagt hatte? Ja, das ist natürlich der. Da gibt's keine, wir haben keine zwei Leute, die darauf das trifft, aber ja, ne? Aber ich wollte auch einmal noch mal kurz dazu was sagen. Und zwar eigentlich der, den gemobbt hat, war eigentlich unsere Lehrerin gefühlt immer. Echt? Klingt jetzt irgendwie hart, aber... Ja, kann ja auch passieren, ne? Arschlöcher gibt's auch in allen. Also sagen wir es so herum, keiner von unseren Klassenkameraden oder so, hatte ich das Gefühl, hat sich halt sehr groß für ihn interessiert oder so. Nee, das nicht. Also es war jetzt auch nicht so, dass er, glaube ich, von den Schülern her gemobbt wurde oder so. Habe ich nicht den Eindruck gehabt, nee, aber es war halt schon so, dass man halt Abstand genommen hat und sich halt nicht mit ihm beschäftigt hat. Aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass man sich noch draufgehauen hat, das nicht. Was denn schlimmer, unsichtbar sein oder gemobbt werden? Gemobbt werden. Bei weitem. Ja, also ist beides scheiße. War der halt nicht so, ne? Wenn Gruppenarbeit anstand, dann haben halt sich auch mit ihm alle beschäftigt. Dann waren einige nicht so begeistert, aber... Ja, natürlich, muss ja auch, ne? Aber das ist halt so. Das ist nur, doch auch, weil das notwendig ist gerade. Ja, aber das ist schon auch scheiße, weil man jeder weiß, wir machen das nicht freiwillig. Ja, richtig. Also und von der daher. Hat sich auch nicht versucht zu integrieren oder weiteres. Also da denke ich mir dann halt. Jetzt schon wieder dieser Vorwurf. Wir wollen hier ohne Vorwurf das machen. Was ist, wenn er das sieht? Wir wollen doch jetzt keinen Vorwurf machen, Mensch.
Nein, das ist doch kein Vorwurf. Aber es könnte so rüberkommen. Okay, tut mir leid. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass er sich irgendwie groß integrieren wollte. Punkt. Oh. Kann, aber es kann nicht sein. Seid ihr fertig? Nein. Okay. Der ist gefühlt auf demselben Niveau wie der Führerscheinwitz. Oh Gott. Alter. Oh Gott, oh Gott. Das Ding ist, den kenne ich nicht mal, aber ich kann mir vorstellen, wie er abläuft. So. Oh Gott. Hm. Ach ja. Lass dich fragen, worum es geht. Ja, du kanntest ihn, glaube ich, nicht. Olaf, hattest du vielleicht, aber... War das der ganz viel Ohrwachs hatte? Zufällig? Was, Ohrwachs? Ja. Also sehr, sehr viel. Das ist das, was ich noch kenne, wenn ihr über einen, der gemobbt wurde, aus der Schule berichtet. Da kenne ich eine einzige Person, ich weiß nicht mehr, wie also, er hieß. Also ich muss dazu sagen, ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass er gemobbt wurde, aber ich kann's halt, ich bin halt nicht er, deswegen kann ich das nicht, ich habe jedenfalls nicht das Gefühl gehabt, deswegen würde ich jetzt nicht, dass der Eindruck entsteht dafür. Ja. You too. Dass er eine beschissene Schulzeit hatte, das glaube ich 100%, aber... Ja, das glaube ich das ist, auch. Das ist halt nicht die... der Vergleich. Was machen wir denn hier als nächstes? Wir haben jetzt noch... genau, es fehlt noch Raketenbrennstoff. wir haben jetzt... Oh, endlich Flüssiggas. Ja, wir haben Flüssiggas wieder. Sehr gut. Plastikproduktion läuft. Kriegen geil. Wir jetzt endlich... Ja. Ja. Benzin. Ja. Oder Raketentreibstoff. So, wir brauchen dafür... Festbrennstoff und Leichtöl. So, ich bin fertig. So, ich hab. Ja, lass uns gleich mal hier eine Cut machen, ne? Weil ist ja gleich 18 Uhr. Wir müssen ja auch Space bald machen. Ist ja bald Uhrzeit. Bald Uhr. 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 Okay, einen Moment. Zeddy ist unsichtbar, lol. Lololol. Zeddy ist weg. Die mal hör auf, mich anzuschießen, das ist nicht cool. Aua. Okay, ich auch. Ich renne einfach weg, du bist eh zu langsam. Das stimmt. Ja, ich habe eigentlich auch nichts mehr zu tun, so. Viel Scheiße labern gerade. So steht der Zug. Ich lauf dem Bot hinter weg, Alter. Copper Unloading? Hm? Wie ist das Copper Unloading? Was Copper Unloading, hä? Hast du komplett gestoppt oder ist nur weil es voll ist, fahren die nicht hin? Ja. Da wird gerade nichts gebraucht und deswegen ist es gestoppt. Der liest halt nur die erste Kiste aus. Kannst du das oben auch machen mit den Pfeilen? Das finde ich ziemlich schnorkelhaft. Oder ist das schon? Welche Pfeile? Das hier oben, dass das direkt nach unten alles sortiert wird. Ach so, ja, stimmt, das wollte ich noch machen. Ja, mach ich sofort. Ja, das kann ich sonst machen. Ich habe nichts zu tun. Ja, dann mach du das. Alle sind längst gepault. Leichtöl. Wann ist der an? Bei 80k. Das ist aber nicht ganz Leichtöl. Ah. Ich geh nochmal kurz. Oh. Ist ein bisschen zu niedrig, würde ich sagen. Ich mach das lieber hoch auf. 110. So, und dann wollen wir das Ding hier. Hier hinbringen. Aber ich möchte gerne auch ein paar Pumpen haben. Die werden aber bestimmt auch hergestellt, oder? Nö. Ach, ich hab richtig gekackt. Schon wieder. Ja, ich hab den Eingang und nicht den Ausgang. Und das habe ich bei meiner Konstruktion auch nicht gemacht, deswegen. Ja, Scheißel, de Menissel, Amana. Und das muss eh mal alles auf blau. Das fehlt auch noch. Flop, flop. Dun, 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 dun. Ui. Ah, oh, blaue Birds fehlen aber auch gerade. Okay, da war vielleicht ein bisschen zu viel. Aber egal, das wird dann mit der Zeit. Ja.
So, wie mache ich das jetzt? Wir brauchen Festbrennstoff, das ist auch am effizientesten mit Leichtöl und dann halt mit Leichtöl nochmal Raketenbrennstoff. Ist auch geil, dass man halt Leichtöl erstmal zu Festbrennstoff und dann Festbrennstoff mit Leichtöl zu Raketenbrennstoff. Digga, kann ich nicht einfach ganz viel Leichtöl in diese Fabrik packen und dann macht die daraus direkt Raketenbrennstoff? Was laberst du? Wer ist der Problem? Oh. Was? Ja, die Roboter haben dann eine schlechte Route eingewählt. Die haben kein Google Maps. Ach, kacke. Naja. Google Maps. Ja, dann nein, jetzt sind die langsam. Nein! Da kommt einer gleich durch. Nein, he dead. Ah, oh, der, der ist fest. Oh, einer hat's geschafft. Oh mein Gott. Drei, ja, vier Stück haben durchgeschafft. Oh, jojojo. Ohne Angst gehen die durch. Oh nein, da gehen welche noch von oben wieder zurück. Oh no. Oh no. Oh. Hier wäre eigentlich auch nicht schlecht. So, ich kümmere mich drum. Diese, wirklich, die Armee da einfach nur, dieses Radar, das nervt uns. Und dann gehen die wieder durch. Oh ja, genau jetzt laden. Ja, ja jetzt greifen die das den Roboport an, ne? Okay, warte, ich muss hier weitermachen. Das ist jetzt Autosave, das ist ein perfekter Zeitpunkt, ey. Und vor allem so eine Scheiße. Festbrennstoff ist einfach in der Chemiefabrik und Raketenbrennstoff dann in der Montagemaschine. Montana. Prank. Ja. Was macht das denn für Sinn? Jo, hast du schon mal Raketenbrennstoff gemacht? Weißt du, wie das geht? Na klar. Vielleicht ist das auch so, dass die einen Assembler für brauchen im echten Leben. Das ist ein ganz schwierig. Ja, Stefan verteilt sein blaues Zeug. Oh ja. Oh ja. Jetzt ist er, Leute. Sponge me, boy. You did me, boy. Wir müssen mal wieder eine Reaction machen auf irgendein Bullshit. Ja, fände ich auch gut. Sponge me, boy. Das passt wirklich gut, ey. Das macht die mal sogar besser als SpongeBob. Thaddeus. Das war Mr. Krabs, Junge. Sorry! Sponge me, boy. Junge. You did me, boy. Und wir müssen auch noch, wie heißt es noch, Dima? Auf YouTube diesen. Cartoon-Animation, ich weiß auch nicht. Ja! Mit Devil's Boss oder so eine Scheiße. Helluva-Boss? Hello. Und davon gibt's jetzt, meinst du die Netflix, die Amazon-Serie? Davon gibt's jetzt eine richtige Serie von Haspin Hotel. Ich meinte schon, dass das. Ach, das ist das, oder was? Der ist tatsächlich sehr peakig geworden. Von Haspin Hotel habe ich auch schon kurz einmal gehört in irgendeinem Stream. Ja, das wollte ich dir so oft zeigen und dann habe ich das mit Stefan geguckt. Ja, Hello, was haben wir angefangen? Das war einfach eine Animationsserie, so. Aber das ist irgendwie verbunden mit dem, was ihr sonst kommt? Ja, das ist quasi. Das ist wie. Boah, gibt's ein Beispiel? Boah. Also es sind dieselben Macher, es ist im selben Universum, bloß es sind quasi zwei eigene. Haspin Hotel ist quasi, spielt woanders als Helluva Boss. Es ist zwar dasselbe Universum, aber das ist eine eigene Story. So. Mhm. So, müssen wir weiter gucken. Wie viele Folgen gibt es da schon wieder, die wir gucken können? Weißt du das? Ich sag mal, Helluva Boss hat noch keine neuen Folgen. Was? Wir haben doch schon monatelang nicht mehr geguckt. Ja, aber die haben ja auch monatelang an der Amazon-Serie gearbeitet. Ja, lass Amazon mal hier fallen. Mir doch scheißegal, ich will das YouTube-Video sehen. Für Content! Ja, ich kann, Content, Digga. Ich kann das ja auch streamen und dann gucken wir das so. Das ist doch illegal, oder? Nein, ist es nicht. Nein. Nein! Nein. Dieses Crack ist legal. Ich wollte irgendwas sagen, aber irgendwie ist es mir so nein, weil, ach, fuck. Kann ich nur empfehlen, die Serie. Guter Tipp von Dima. Yeah. Also Raketenzeug läuft, da brauchen wir nur Raketenbauteile, ne? Also Brennstoff, sorry. Ja, das war's. Sonst noch, können wir ja sonst schon mal Artillerieproduktion anstoßen, oder? Oh, ich weiß was. Cedric. Hm? Ich kann bald vorbeikommen. Bob me boy. Willst du vorbeikommen? Wann denn? Wann du Zeit hast. Ja. Weil jetzt waren wir am Samstag.
Also gestern haben wir Sachen gemacht. Jetzt das nächste, was mir einfallen würde spontan, ist irgendwann Anfang April mit Stefan bei Nick, wenn er halt Zeit hat, schafft und so. Am 20. oder was? Was für 20.? Ich sagte Anfang April. Achso. Was willst du denn bei Nick dann? Gar nichts. Was bald legal ist. Was? Oh yeah. Spongeboy. Spongeboy. Die ein Stefan Boy. Okay, ja. Naja, alles klar. Ja, dann sag später nochmal Bescheid. Ja. Und wir wollten dir noch was mitbringen, Boy. Ja, ja. Was zum Naschen. Ich habe auch keine Süßigkeit mehr hier, also ist ganz gut. Ja, genau, das ist ein guter Ersatz. Oh Gott. Alles klar. Also wir haben jetzt schon fast 2 Kisten voller Munition. Geil. Von den großen Geschützen. Oh, Sönke, you did me, boy. Aber nur eine kleine Produktion. Ich weiß nicht, wie groß das Teddy machen möchte. Wahrscheinlich gigantisch. Erstmal bauen wir hier mit Grün. Ich habe in der Mall schon eine Artillerie-Scheiße. Also, das produziert aber nur eine Sache, Bro. Das hat gar nichts. Eine Sache, Bro. Bro. Assembler halt, ne? Wo kann ich denn noch Leute töten? Warte mal, warum? Das ist ja. Okay, wir haben grüne Assembler, aber die werden an einer komischen Stelle hergestellt und da wird das reingeliefert und nicht hergeliefert. Oh Gott. Warte mal, ich mach mal hier nochmal eine extra in der Mall. Weil das ist irgendwie hinter der Produktion für Speed-Module und da kommen keine roten deswegen an. Ja. So. Bob me boy. Es wird immer lustiger, ich weiß nicht wieso. Junge! Du machst dir die Sachen kaputt! Alarm! Lol. Okay. Mach so wie deinen Brot. War das nötig? Wie viel du gerade verschwendet hast, Junge. Ich stehe da und warte seit Jahren, bis ich diese 3er Fick-Module kriege und Sönke direkt alles kaputt. Schön, jetzt können wir aufhören. Oh, Digga. Jetzt bin ich zufrieden. Alter, wie viele waren da drin? Sönke, fucked up, Bob. You fucked originally up, boy. Alter. SpongeBob Bob. Du hast nicht nur Dima gekillt, du hast gerade. Weißt du, Dima, wie viele waren da in der Kiste schon fertig? Boah, weiß ich gerade nicht. Muss ich mal kurz gucken, was ich aus dem Inventar habe. Boah, wer fuck ab? Im Norden. Also, falls du das gerade nicht gemerkt hast, du hast gerade richtig viel Ressourcen kaputt gemacht. Irgendwie so. Fünf. Wir haben da 3 Assembler, die mit Hochdruck die ganze Zeit Produktivitätsmodule machen, damit wir endlich die Rakete starten können. Und das dauert ewig. Und die Kiste hast du gerade zerstört und damit alles gelöscht. Ja. Ist halt mal so, ne? Einfach radiert. Du machst Leiche einfach. Oh Gott. Oh, ich konnte 2 Stück retten. Uff. SpongeBoy. SpongeBoy. Oh boy, Alter. Hey. Hey, Stefan. Ja. Guti. Ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss. Wir haben 17:50 Uhr. Ich wollte Tempomodule hier reinklatschen. Zack. Arbeite schnelle. Ja, lö. Schnelle Tempo. Ah! Nein! Ja, das war ich jetzt. Sönke, boy. Cedric! Was denn? Hä? Was? Ich lagge. Scheiße. Hör doch auf zu laggen. Junge. Junge, jetzt hört auf, unsere Base zu beballern, Alter. Was los bei euch? Ich schwöre, ich hab da nur 1 gesehen. Ja. Schieß doch mal drauf. Nochmal. Komm, gib ihm. Ich glaube, der ist noch nicht tot. Nee. Nein, warte, Hilfe! Du Arschloch! Du Arschloch! Junge! Kannst du das so abgespeichert hast, du Arsch? Nee. In der Folge werden wir fertig. Die Folge. Ja, easy. Ja. Nee, ich und unsere Base mit Atombomben hochsprengen am Ende? Das ist ja die originellste Idee überhaupt. Ja, hatte bestimmt noch niemand, oder? Ja, noch niemand gehabt. Das ist wie Minecraft. Machen wir das nicht schon? Ja, so ungefähr. Ja, im kleinen Maße halt, ne? Bisschen. Aber können wir machen, ja. Ja, aber das werden wir beim nächsten Mal machen. Also diese Folge werden wir bestimmt nicht viel mehr fertig. Das habe ich auch vor ein paar Stunden auch schon mal gesagt, als ich dann gemerkt habe, was wir alles noch an Vorarbeit haben. Aber beim nächsten Mal sind wir safe fertig.
Safe, safe. Du laberst Much. In 3 Sessions sind wir so. Bald. Da sind wir dann fertig. So. Mhm. So sind wir. Bob me boy. Bob me boy. Sünke Bob. Bob me boy. Bomb me boy. Bobs boy. Bomb Bobs me boy. Also gebobst me boy. 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 Oh Gott. So ist besser, glaube ich. Ah, jetzt sind die nicht fertig. Macht ja, Lö. Bin doof, warte mal. Ja, Dima, dir ist schon bewusst, du musst nicht nur eine Linie machen, du kannst auch mehrere Linien machen. Wie meinst du Linie? Jetzt beschieß ihn, los, beschieß ihn, beschieß ihn! Ich hab ihn eingesperrt, los! Wir haben keine Artillerie mehr gebaut. Och Mann. Da muss er erstmal hinbauen und so. Aua. Das wird immer wieder aufgebaut, Bruder. Ich glaube, da kommst du nicht durch. Jo. Unser Mauerverbrauch ist irgendwie hochgegangen, ich weiß auch nicht. Was ist mit dem Mauerverbrauch? Wir werden irgendwie angegriffen oder so. Prima, wie wär's denn so? Und dann halt... Wollt ihr mehr von diesen Produktivitätsmodulen haben? Weil ich wollte eigentlich nur 4 haben und dann bin ich glücklich. Ja, weil für die Science Labs bräuchten wir die auch noch. Und da passen jeweils 2 rein und da haben wir von 52, also 104 bräuchten wir noch. Oh, Bob me boy, das sind mir Fürsagen, boy. Hab ich von Anfang an gesagt. Ja, leck mich, boy. Nicht gehört. Okay, boy. Okay. Kommst du vorbei, boy? Ich weiß nicht, wann ich vorbeikomme. Bob. Bob me boy. Bob. Kannst auch vorher schon mal vorbeikommen, ne? Oder denn anders so? Mal wieder irgendwas zocken, Alter. Aber das ging doch einfach. Ja, das ging's wirklich. Das war ja was. Mensch, ich frage mich, was passiert, wenn das hier genukt wird. Das sehen wir in der nächsten Folge. Von Dragon's Ball Pay. Vagina hat keinen Plan, was er tun soll. Ey, Dima, da steht doch extra schon eine Kiste, wo du das einlagern kannst. Ja, ich wollte es ein bisschen hässlich machen. Hallo! Okay. Mein Gott, Alter. Oh, geil, Alter. Immer diese Spurken, Alter. Ah, die Produktion sieht doch safe, aber geil die aus. Die ist auch funny aus, ne? Ja, funny, Jung. Oh, ich verstehe nicht, warum du da blaue Bärs und dann rote Underground-Bär benutzt. Das ist ja schon. Hab ich hingelegt. So. Weil ihr hier alles bebombt, neu baut und ich versuche irgendwas zurückzubauen. Deswegen sieht das so aus, wie es aussieht. Da brauchst du nichts zu hinterfragen. Aber das hat halt auch keine blauen Underground Belts. Ne, hab ich nicht. Wollte ich das auch nicht platzieren. Alles klar. Oh, falsche Knabe. Ey, warum machst du Sachen kaputt? Ich wollte dich nur vergiften, Hilfe! Oh Gott. Gut, dass die Bärs nicht vergiftet werden können, ne? Boah, das wäre dumm, Alter. Die Fabrik ist so lebendig. Hier sticke. Ach, fuck. Oh. Okay. Dima. Ja? SpongeBoy. SpongeBoy. I want to see you again, boy. Ich meine, in der Regel wäre die Produktion auch schneller. Also, das ist nur ein Vorschlag, ne? Das musst du auch nicht machen. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. 2 von den Modulen 1 füttern eine von den Zweiern und ich meine, 2 füttern dann ein von den Dreiern. Also eigentlich wollte ich da nur... 2 Zweiermodul füttern, ja? Eigentlich dachte ich, wir machen das nur für Rakete. Für Rakete, aber ist offenbar doch nicht so, deswegen. Ja, ja, du hast recht, was das angeht. Oh! So, noch einen brauche ich. Haben wir endlich Raketentreibstoff? Ich raste aus, Cedric! Im System, kannst du anfordern. Ist doch schon. Ja, kommt. Warte mal. Bob me boy. Bob me boy. Ist... Bob, die Bob. Das ist so dumm, ey.
You bop me boy. Das ist jetzt mein Penis, ne? Weil du meine Ressourcen benutzt hast. Oh fuck, der steht falsch. Da verpiss dich! Mein Penis steht falsch! Was kann ich dafür? Dass der überhaupt steht, ist falsch. Hau ab jetzt. Mann, ey, du tötest mich fast jedes Mal. Ja, aber nur fast. Also, schädlich. Ja, es ist doch alles gut. So weißt, es gibt sowas wie, wie ist das nochmal? Bei Saiyajins. Fuck! Dass du kurz vorm Sterben... Senkai, der Senkai-Boost, ja, hier. Senkai-Boost, so. Das war's. You wanna bop me, boy. You. Don't shoot me, boy. You. Es wird immer dümmer, ey. Tiki, tiki. Ja, ich hab die 4 Module. Nein. Ah, oh. Übrigens kannst du einfach Steuerung, ne? Weißt du? Shut up. So, wir haben's jetzt. Ja, füll rein, yo. Es läuft. Ah. Forder mal 300 an. Für Raketenbrennstoff. Ja, da kommen ja nicht mal 100 an. Ja, doch, dann. Die sind halt unterwegs, die brauchen ein bisschen. Wenn du höher machst, dann kommen noch mehr. Ja. Auf dem Weg 70, 80. Beweg 80, dich! 80. Ey, hör auf, wie anzuschießen, ah, du Wichser! Ich will nur dabei sein! Wird es langsam spät, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ja. Ich glaube, Stefan, wir müssen bald mal ins Weltall wieder. Ne? Ich glaube, das. Ich glaube, auf diesem Planeten, da können wir nicht lange bleiben. Ja, Digga, lass mal losfliegen, ey. Ein. Von dem Planeten kommen wir ja ursprünglich. Stefan, bleib stehen. Challenge. Ich verballere jetzt alle die 20 Muni auf dich. Das ja, macht das überhaupt keinen Unterschied. Mein Schild ist direkt wieder da. Eine Stufe höher. Ja, es ist weit nach Mitternacht, genau. Ja, die sind einfach alle übermüdet, das heißt quasi betrunken. Ja, wieder zu schießen. Chill, ich hab gleich, ich brauch keine gelben Kugeln mehr. Das stinkt ein bisschen. Die kannst du auch einfach ins System reinschmeißen. Alter! Digga, ich hab kein Schild! Junge! Ich dachte, du musst immer Schild dabei. Ich kann nicht ahnen, Alter. Maga, ich bin ein Fabrikarbeiter, weißt du? Ich hab alles mit Exoskeletten und Roboports, Digga. Ich hab kein einziges Schild ausgerüstet. Du bist kein Fabrikarbeiter, du bist. Digga. Ah, Stefan! Schießt er mich mit uranversetzter Munition ab, weißt du? Ohne der Schild. Penis hilft nicht. Alter, ich bin direkt verseucht und hab direkt Krebs und bin tot. Direkt verseucht, hab Krebs und tot. Ja. Na, so läuft das. Warte mal, Energieverbrauch. Tempo minus 15%. Was ist, wenn wir da ein Dreier blau reintun? Nee, lass es. Mach lieber Beacons. Nice try, aber das funktioniert so nicht. Wie, wieso nicht? So, easy. Haben wir schon Beacons erforscht? Dima tötet Ach so. Patrick? Das wird er wieder getötet. Mann, ey. Maga! Digga, ich dachte, wir waren die scheiß 2 gewesen. Ich dachte, du wärst das, Mann. Sorry. Einfach mal random getötet. Ja, ich dachte, das wärst du gewesen. So, wir machen jetzt Overkill. So, wir brauchen Beacons. So. Haben wir hier... Epischer Kampf. Blaue... Speed-Module haben wir auch nicht in Produktion richtig, oder? Doch, da an diese Einser. Das ist jedes Mal eine bescheuerte Hinrichtung, Alter. Aber nur Einser-Module. Ja, aber die können wir sonst hier nochmal upgraden. Die werden ja hier in Massen produziert. Vielleicht können wir noch ein bisschen was noch. So, haben wir uns alle beruhigt, Stefan? Ja, ich wurde jedes Mal getötet! Nicht jedes Mal eigentlich, aber naja. Ja, nice try. Funktioniert trotzdem nicht. Ey, jetzt hör auf, Diggi! Das war ein Pi-Sender, nicht wirklich. Marker, hab. Alter, wirklich. Oh, ich habe keinen Treibstoff. Was kann ich denn als Treibstoff nehmen? Granaten? Holz? Kannst du ausstehen? Ja. Ui! Du kommst hier nicht weg, mein Freund. Ich muss kurz bremsen, sorry, Zedek. Ja, kommt die Artillerie noch, oder?
Lol. Weiß nicht, wo ist die? Oh, die war aber spät, Alter. Was sind wir denn jetzt eine gebaut? Wo steht denn die? Kannst du die auch beschießen, oder was? Ah, ist ja abgebaut, okay. So, Jungs, es ist 18 Uhr, wir werden alle behindert in der Birne. Wir töten uns doch gegenseitig, weil wir aggressive Penner sind. Ja, jetzt will ich sagen, Waffenstillstand, ja, wir lassen das jetzt. Nee, nix da, du hast mich umgebracht, du Sohn. Ja, weil du mich umgebracht hast, das ist doch wohl jetzt Gerechtigkeit, oder nicht? Nee, aber nur weil du mich davor umgebracht hast. So, was du jetzt so in der Vergangenheit, oder was, Alter? Ja. Deine Mutter hat mich beleidigt, deswegen kill ich dich jetzt. Was für ein epischer Kampf, ja, aber voll episch, Digga. Und ich mit der Pistole. Ich lagge zu sehr. Mimimi. Warte mal. Auge um Auge. Schreib das auf. Schreib das auf. Kann sein, dass ich Stefan gelootet habe. Nee, hier unten bist du. Nee. Hier. Aber was war da oben dann? Da war Stefan, ja. Den hab ich gelootet. Ja, du hast deinen Rucksack vergessen oder so. Ich hab deinen ganzen Müll hier. Also ich würde sagen, Rucksack? Wir sind quitt. Das hört sich dann an. Ja, egal. Was für ein Rucksack? Ja, vielleicht nehmen wir einfach mal eben die 1er-Speed-Module. Wenn wir schon keine größeren haben, dann nehmen wir einfach die jetzt mal eben. Nee, ich hab da lag irgendein Haufen Kacker. Das ist ja zumindest etwas. So, wenn wir jetzt hier die noch reinmachen, die geben 50% und ein Speed-Modul bringt 20 Tempo, also jeweils geben die hier 20 Tempo halt, ne? Pro Ding. Das ist gut. You did me, boy. Wenn das da jetzt die Roten drauf klatschen. Nee, das geht nicht. Das geht nicht? Nee, Produktivitätsmodule kannst du nicht in Beacons reinmachen, weil du so viel zu viel Produktivität machen könntest. Das wäre overpowered. Das wäre overpowered? Du kannst ja mal ein paar hier Beacons bauen. Per Hand eben. Wir haben da keine Produktion gerade für. Denk mal, mein Energieschild blinkt gerade die ganze Zeit aus. Pistole schenke ich dir übrigens hier. Hm. Oh, ich habe 3 davon. Oh, danke. Geile Sache. Gönnung! Gönn dir, Boy. Gönn dir, Boy. Das ist hier verdient, Boy. Was ist schwarz und hängt an der Decke? Ein schlechter Elektriker. Scheiße. Keine Elektriker-Witze mit mir. Fuck, Alter. Okay, den kann ich aber noch nicht. Oh, Boys. Yeah. Warte, haben wir schon Satelliten? Wir haben noch kein Satelliten-Dema. Hast du keine Satelliten gebaut? Ich hab dich vorhin gefragt, das hast du in der Drecksaufnahme. Was ist denn da mit einem Satelliten? Ja, den musst du bauen, sonst kriegen wir keine Science aus der Rakete. Sonst schießen wir einfach nur eine Rakete ins All für, ja, ist halt Rakete, weil. Dann können wir doch irgendeine Fracht reinmachen. Ein bisschen Kompost wegmachen. Es gibt übrigens ein Achievement, wenn du da einen Fisch reinlegst in die Rakete und die dann losschießt. Ja, das ist ein Problem. Yay, Fische Weltall. Das ist so Elon Musk-Niveau. Wir haben auch durch ins Weltall geschossen. Erstmal ohne Flachs, wo gehen die Sachen hin? Welche Sachen? Auf dem Fließband. Ja, auf dem Fließband, um unsere Base herum. Ohne Scheiß, mir reicht's, pass auf. Ich nehme jetzt. Tja, wo ist der Fisch? Ich nehme jetzt irgendwas in die Hand. Pass mal auf, Bruder. Jetzt geht's. Wissen manche Leute nicht, was Witze sind? Die letzten Worte der Stewardess. Kein Problem, mit dem Piloten bin ich schon öfter geflogen. Du brauchst. Das ist doch kein Witz! Du kannst nicht im Internet nach Witzen googeln. Da sind das ist doch kein Witz! Alte Männerwitze, die sie sich irgendwo erzählen. Das ist doch kein Witz! Hier, Cedric, guck mal. Hier ist eine lange Schlange an Sachen. Jetzt müssen wir gucken, wo die hingehen. Okay. Ich filter die gleich, wenn die vorbeikommen. Okay. Und dann schauen wir mal, ob das irgendwann hier ankommt, der Much. Vielleicht ist auch irgendwie tatsächlich ein Fisch in den Turret gelangt. Oh, wer weiß. Es ist in dieser Welt ist alles möglich. So, jetzt werde ich mal deinen Job machen und Satellit bauen hier. Das kann ja wohl nicht angehen. Meinen Job machen? Ja. Hä? Du kleiner Penner, du brauchst dich hier nicht so groß machen. Weißt du, ich war jetzt seit 10 Jahren ungefähr darauf, dass ich verkackte Raketenbrennzellen kriege. Ja. Und in der Zeit hast du nicht geschafft, einen Satellit zu bauen? Ja, in der Zeit habe ich andere Sachen gemacht. Ich habe Stefan abgefuckt, ich habe die Rakete gebaut. I did my part. Ich habe Stefan abgefuckt, das war mein Part. Ich habe meinen Part getan. Und ich bin dir sehr dankbar dafür. Das würde ich jetzt filtern, Gleise, so. Jetzt bin ich gespannt, ob die Gleise hier jemals ankommen werden. Ich habe da so einen richtigen Batzen rangeknallt.
Eingeknallt. Was hast du denn für einen Anfall jetzt? Ja, das ist dieser. Dieser eine Dude, der immer. Ja. Ne? Nein. Zwei Zigaretten, ein Ibuprofen. Und dann kommt ein Bier ins Spiel. Irgendwie so. Oh, Junge, wie viele Raketen jetzt hier auf einmal ankommen. Aber wieso wird das gerade nicht weitergebaut? Weil die Rakete fertig ist. Wenn ich jetzt Start drücke, was machst du dann? Ja, dann fliegt die einfach nur weg und das Spiel ist beendet und wir haben absolut nichts davon. Das ist einfach nur Ressourcenverschwendung. Alter, das ist so ein Schmutz, löscht euch. Er ist voll im Alter, ist er ist voll Schmutz. Im Sumpf. Junge, ist das ein Schmutz. Ich habe jeden Witz durchgelesen, jeder war Schmutz. So, ja, ohne Kontext. Ja. Nee, ich will das einfach auch nicht vorlesen, weil es einfach scheiße ist. Die Dinger hier, Stefan, kannst du direkt abgreifen. Hier diese Leichtbauteile. Ja, ich glaube, da fehlt gerade hauptsächlich aus. Haben wir überhaupt Solarpanel in der Produktion? Nee, ne? Wozu, Alter? Ja, wir haben gar keine. Ja, perfekt. Oder haben wir es überhaupt? Ja. Was für umweltbewusst, Alter. Gut. Alle. Oha, Lan. Was ist passiert? Was passiert? Wo? So, ich mach mal eine Fusion. Ja. Wollen Sie noch einen Schnitzel haben? Ja. Oh, ja, das macht Sinn, ja. Das ist ja eine Idee, Mensch. Oh, deine, ja. Ah, Mist, okay, die muss man reinlegen. Stehe. Ja, das ist ein bisschen blöder. Ja, aber gut, mach ich immer so. Du hast die geilste Module. Keck. Diese liegen auf dem Fließband hier. Siehst du die nicht? Keck. Ach, du ziehst mich ein vom Pferd, ja. Die liegen hier, siehst du die nicht? Ich hab die echt nicht gesehen, ja? Ja. Maul jetzt. Maul jetzt. Scheiße. Aber die besseren Speed-Module wäre schon cool. Aber, naja. Was machen, ne? Ja, so eine Modulproduktion, das ist halt auch einfach eine Sache, die du eigentlich erst ganz zum Ende machst, weil das so ressourcenaufwendig ist. Es sei denn, wir spielen mit den Ultimate Bert Modden beim letzten Mal und du brauchst die für Berts. Dann wird schwierig. Ultimativen. Das hat auch so viel Geld, so viel gekostet, ne, letztes Mal. Alter, wie viel Ressourcen wir und Mühe wir reingesteckt haben, um die besseren Berts zu kriegen, um ein Problem zu lösen, was wir eigentlich auch einfach nur durch mehr Berts allgemein lösen könnten. Ne? Aber die waren cool, die waren sehr schnell. Ja. Hat sich gelohnt. Ich hab immer noch nicht Landaufschüttung gehört. 50, das können wir so schnell erforschen, Alter. Landausschüttung, ey. Lass mal das letzte Wasser zukleben, das wäre funny. Oder wollen wir es bis zum Ende nicht erforscht haben? Die das, Landfills. Nee, Landfills ganz zum Ende. Ganz bis zuletzt nicht. Das ist die wichtigste Technologie und dann machen wir den See zu. Geben wir da trotzdem noch Wasser von? Ja, überall wo Pumpen sind, die ziehen trotzdem Wasser. Das dann machen wir die Pumpen weg und machen es komplett zu. Krass, das ist mobil. Und verpissen uns so. Jeder, der hier Bruchstrahllandung macht, der ist am Arsch. Der hat keine Chance, wegzukommen. Das ist so eine riesige Fabrik, aber ja, kein Wasser. Aber weißt du, vielleicht kann man sich aus den Einzelteilen der Fabrik noch irgendwo Wasser herholen. Aber du musst erstmal Strom machen. Und ohne Wasser. Alter. Ja, da musst du ganz schnell Solarpanel bauen. Das ist schon kein Wasser mehr, so wie wir das weglutschen. Das ist schon richtig Schlamm. Da wird Schlamm durch die Rohre gepumpt. Irgendwann verkalkt alles und das ist richtig eklig in den Rohren. Stell dir vor, du musst da die Rohre aufmachen und das sauber machen. Ja. Realismus, Baby. Oder trinken. Sag mal, warum kommt denn hier eigentlich kein Raketenbrennstoff an in dem Ding? Gar keiner so. Weil du hier nichts hast. Du hast keine angefordert. Ach, hier ist du dich angefordert. Ja. Die sollten kommen. Es sind noch 50 auf dem Weg, aber wo sind die? Hier, ich habe ein paar reingelegt. Leck mich. Ah, da kommen sie jetzt. Jetzt kommen die. Oh, boy, ey. Oh. You did me, boy.
Ist wahrscheinlich Sönke, keine Ahnung. Sönke am Schießen, okay. Ja. Wo bist du? Ah, da oben. Aber oh, Sönke, ich glaube, die sind nicht so glücklich. Ja, Sönke macht währenddessen produktive Sachen. Junge, wie viele kleine Beiter da noch zwischen sind. Was? Die Ölquelle ist fast frei. Ja, ey, Sönke ist richtig produktiv, der macht hier richtig schon alles frei. Eigentlich ist das ziemlich entspannt, muss ich sagen. Schon echt lustig. Obwohl, Junge, was ist das oder? Für ein Hoden? So, jetzt. Ist die Rakete dann fertig? Ja, aber der Satellit noch nicht. Wie machst du? Ja, du hast blaue Circuits. Ich glaube immer. Nein, da. Da komme ich mal zu euch. Ich brauche nur noch Solarpanel. Hallo Muschi. So, ich wollte nur kurz Platz machen für den Pimmel. So. Ey! Kein Strom. Komm rein, Junge. Ah. Oh, Junge, hör auf. Ich habe keinen Strom mehr. Hast du ein Holz reingelegt, Alter? Ich habe ein Holz reingemacht. Dicke. Ich wollte ja, nur kurz nach hinten. Das sollte man niemals machen. Eigentlich. So. Ah. Niemals die... Oh Gott. Ja, pflaster alles zu. Wir brauchen mehr Rohre. Ich stelle ein paar Rohre her, okay? Mhm, wichtig. Oh, ich weiß was. Ah, die wurden schon alle angefordert aus dem System, ja, okay. Oh mein Gott, die fucking Solarpedal. Oder wollen wir cutten und beim nächsten Mal fangen wir an mit dem Zeug? Ha? Nein. Komm, das haben wir doch schon eh vor. Okay, wir hören jetzt auf, ja? Und beim nächsten Mal werden wir die Rakete starten. Komm, das ist doch eine gute Sache. Machen wir so. Auf keinen Fall? Nein. Ja. Ich hab Hunger. Also, ich speichere ab. Ah, jetzt auf einmal, wo du Egoist hungerst. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Blöd. Ah, hat Spaß gemacht. Ja, wir sind richtig weit gekommen. Wir haben endlich die Rakete fast fertig. Ja, nur der Satellit fehlt noch, aber der ist bald gebaut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wann das nächste Mal ist, müssen wir noch abklären. Und das werde ich aber bekannt geben. Ja? Also, vielen Dank erstmal an alle auf YouTube. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auf Twitch vorbei. Da streamen wir das hier immer live und auch andere Sachen. Link ist in der Beschreibung. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.